mit Weida Audio. Ich spreche mit Marcel Thum. Er ist Professor an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden. Guten Tag, Herr Thum. Guten Tag, Herr. Kann das beschlossene Sparpaket der Regierung Griechenland überhaupt retten? Also das Sparpaket ist zunächst mal dringend nötig, um ein Signal zu setzen, dass die öffentlichen Finanzen in Griechenland wieder in Ordnung gebracht werden. Es reicht sicher nicht aus, um auf Dauer die Finanzen in Ordnung zu bringen. Dazu ist das Defizit sicher noch zu groß. Was würde bei einem Staatsbankrott passieren? Naja, also ein Staatsbankrott ist natürlich ein bisschen anders als ein typischer Firmenbankrott. Nicht? Ein Firmenbankrott bedeutet, zumindest in der landläufigen Vorstellung, dass die Firma dann vom Markt verschwindet. Häufig überleben solche Firmen natürlich in anderer Form dann trotzdem weiter. Beim Staat ist es natürlich anders. Der Staat verschwindet ja jetzt deshalb nicht, sondern Staatsbankrott heißt zunächst mal, dass einfach ein Teil der Schulden nicht zurückgezahlt wird. Das heißt, die Regierung geht hin und sagt, wir können die Schulden nicht mehr voll bedienen und da muss ausgehandelt werden, was passiert. Dann wird eben zum Beispiel nur noch die Hälfte der Schulden zurückgezahlt und die andere Hälfte ist dann eben wertlos. So etwas Ähnliches gibt es auch bei Firmen, nicht? Wenn die in bestimmte Arten von, insbesondere in den USA, in Insolvenz gehen, dann wird ausgehandelt, welche Schuldner noch wie viel bekommen. Und ähnlich ist es hier auch. Also ein Teil der Staatsschulden wird einfach nicht mehr bedient. Die Leute, die investiert haben, haben dann Pech gehabt. Welche Auswirkungen hätte der Staatsbankrott auf die Europäische Union? Also die große, es sind mehrere Folgen. Die große Sorge ist, dass so eine Insolvenz Ansteckungseffekte hat. Man sieht in den Finanzmärkten sehr häufig, dass wenn ein Land in Schwierigkeiten gerät, dass auch andere Länder in Schwierigkeiten kommen. Also man hat Sorge, dass dann eben auch andere Länder nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr willens sind, ihre Schulden zurückzuzahlen. Eine andere Sorge ist, dass der Druck einfach sehr groß wird, auf die übrigen Länder einen sogenannten Bailout zu betreiben, also das Land zu retten, Griechenland zu retten. Das heißt, die anderen Länder müssen sozusagen dafür zahlen, dass ein Land seine Finanzen nicht in Ordnung gehalten hat. Und das hat natürlich dann für die Zukunft Folgen, denn wenn jeder weiß, dass die anderen notfalls für einen aufkommen, kann man natürlich ganz anders haushalten, als wenn man weiß, man muss letztendlich die Mittel von den eigenen Bürgern wieder zurückkriegen, eben indem man konsequent die Steuern erhöht und die Ausgaben senkt. Vielen Dank für das Gespräch. Morgens 9:30 in Deutschland. Hallo? Hallo, Sie haben gewonnen. 100.000 Euro warten auf Sie. Alles, was Sie tun müssen, um das... Werbeanrufe sind nicht nur unangenehm und lästig, sondern können ab und an auch richtig teuer werden. Seit Sommer letzten Jahres ist es deshalb auch verboten, Werbeanrufe ohne Einwilligung der Verbraucher durchzuführen. Aber warum dürfen die Unternehmen das eigentlich? Dürfen tun sie es im Zweifelsfall nicht. Es wird gemacht, weil es einfach mal noch ein einträglicher Markt ist. Es kann Geld damit verdient werden. So Friederike Wagner, Referentin für Telekommunikation und elektronische Medien bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Trotz der hohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro scheint es also noch ein lukrativer Geschäftszweig zu sein. Um dagegen vorzugehen, lohnt sich, Zettel und Stift neben das Telefon zu legen. Ich kann den Vorfall, wenn ich die Telefonnummer des Anrufers habe oder den Namen des Anrufers mit der Firma und der Uhrzeit, kann ich das Ganze an die Bundesnetzagentur melden. Die Bundesnetzagentur wird das dann prüfen und die hat auch die Möglichkeiten, gegen solche unerlaubten Werbeanrufe vorzugehen. Die können Rufnummern abschalten, Bußgelder verhängen oder Anrufverbote aussprechen. Bisher entstandene Telefonkosten aus diesen Werbeanrufen können also gar nicht mehr entstehen. Die Bundesnetzagentur hat also Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Allerdings müssen die Anrufe auch gemeldet werden. Deshalb kann man ab heute nicht nur der Bundesnetzagentur die Anrufe melden, sondern auch der Verbraucherzentrale. Ab heute kann man sich persönlich an uns wenden und wir können das aufnehmen. Die Fälle dieser unerlaubten Telefonwerbung. Oder man benutzt das Online-Beschwerdeformular. Den Link dahin und alle wichtigen Informationen gibt's wie immer auf radio-mitweida.de.